Manchmal suche ich eine ganz bestimmte Art von GIF für meine Insta-Story oder für eine bestimmte Situation in WhatsApp und dann finde ich einfach nicht so richtig das Passende. Das können wir heute ändern, denn ich zeige euch heute, wie ihr GIFs selber erstellen könnt und die auch in Insta oder WhatsApp nutzen könnt und worauf ihr achten solltet. Nach dem Intro geht's los. Also nur kurz, damit wir alle wissen, wovon wir hier gerade reden. In WhatsApp gibt es ja GIFs, die findet ihr entweder je nach Tastatur bei euch hier bei den Emojis oder bei den Stickern. Und in Instagram gibt es ja auch sogenannte GIFs, die sehen aber eher so aus wie das, was WhatsApp Sticker nennt. Technisch gesehen sind das alles GIFs. GIFs steht für Graphics Interchange Format und ist eigentlich einfach eine Art Bilddateiformat, ähnlich wie JPEG oder PNG. Und der Unterschied ist aber, bei GIFs kann man mehrere Bilder in einer Datei speichern und dann werden die hintereinander angezeigt, wie eine Animation oder eben eine Filmszene, die man dann sehen kann. Das wisst ihr ja schon aus unserem Trickfilmvideo. Wenn ich viele Bilder schnell hintereinander abspiele, dann sieht es für das Auge so aus, als wäre es eine Bewegung. Danke, Vergangenheits-Nora. Ja, und bei WhatsApp-Stickern oder auch das, was Instagram als GIFs bezeichnet, kommt noch eine Besonderheit hinzu, denn hier wird der Hintergrund durchsichtig gemacht. Es gibt einen sogenannten Alpha-Kanal. Okay, jetzt noch ein letzter Fun-Fact und dann legen wir aber wirklich los. Der Erfinder spricht es übrigens GIF aus. Also für mich klingt das super cringe, aber er muss es ja wissen. Der einfache Trick, um in WhatsApp oder Insta jetzt GIFs, also eigene GIFs, benutzen zu können, ist, dass ihr einen Account bei Giphy braucht. Da muss man laut den Nutzungsbedingungen 13 bzw. in der EU, also auch in Deutschland, sogar 16 Jahre alt sein. Was es mit der DSGVO zu tun hat und warum das genauso ist, das könnt ihr hier auch nochmal auf handysektor.de nachlesen. Falls ihr jünger seid, fragt doch einfach mal eure Eltern, ob sie nicht einen Account anlegen können, den ihr als ganze Familie nutzen könnt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen GIF mit Giphy zu erstellen, zum Beispiel mit der Giphy-App. Da könnt ihr ein Video direkt in der App drehen und dabei bereits einen Filter nutzen, zum Beispiel auch noch Text oder Sticker hinzufügen und fertig ist euer GIF. Oder ihr macht ein reines Text-GIF, dazu schreibt ihr einen Text und sucht euch eine animierte Schrift aus und dann ist euer GIF auch fertig. Hier sind die Möglichkeiten also etwas eingeschränkt, aber es geht schnell und einfach. Hier kann man auch fertige GIFs direkt hochladen, zum Beispiel wenn ihr vorher schon eins selbst gedreht habt oder mit Flipperclip ein Zeichentrickvideo selbst gemacht habt. Eine ausführliche Anleitung für Zeichentrickvideos, wie man das genau macht, das findet ihr in diesem Video. Alternativ könnt ihr auch am besten am Computer oder am Tablet auf die Desktop-Webseite von Giphy gehen und dann auf Create klicken. Da kann man dann auch noch animierte Sticker selbst erstellen. Das könnt ihr aber ja auch bereits mit Stickerly machen, vielleicht sogar ein bisschen besser. Das habe ich euch in diesem Video erklärt. Ihr könnt hier theoretisch auch einen Link zu einem Video einfügen und daraus ein GIF erstellen. Aber Achtung, hier müsst ihr echt aufpassen. Wenn ihr ein GIF hochladet, denkt bitte immer kurz drüber nach, will ich das wirklich und könnte das irgendwie Stress geben. Nutzt auf keinen Fall ein Video als Grundlage, an dem ihr nicht alle Rechte habt. Auch wenn es viele GIFs mit Ausschnitten aus Filmen oder Serien gibt, diese zu teilen, kann eine Urheberrechtsverletzung darstellen. Heißt also, wenn du jetzt welche in WhatsApp oder Insta, die schon vorhanden sind, nutzt, dann wirst du wahrscheinlich eher keine Probleme kriegen. Auch wenn Urheber das häufig dulden, selbst welche hochzuladen, kann echt ein hohes Risiko sein. Es könnte zu einer Abmahnung und zum Beispiel zu einer Geldstrafe kommen. In den Nutzungsbedingungen von Giphy steht es auch ganz deutlich, ihr müsst alle Rechte vorher geklärt haben, bevor ihr ein GIF hochladet. Auch ganz wichtig, aber das ist euch bestimmt klar, ihr müsst natürlich auch, wenn andere zu sehen sind, die vorher gefragt haben, ohne ihr Einverständnis dürft ihr das GIF auch nicht hochladen. Wenn ihr euch selbst zeigt oder Informationen über euch preisgeben solltet, dann überlegt euch vorher genau, wollt ihr das wirklich anderen im Netz zeigen und könnte es euch in Zukunft irgendwie unangenehm oder peinlich werden. Immer wenn ihr ein GIF fertig habt, könnt ihr entscheiden. Wollt ihr, dass es andere in Instagram oder WhatsApp auch nutzen können, dann stellt ihr es auf Public oder wollt ihr es lieber nur für euch privat nutzen können. Und dann könnt ihr noch Tags hinzufügen, unter denen man das GIF später finden kann. So, letzte offene Frage. Wie landet es jetzt bei WhatsApp oder Insta? Das passiert eigentlich automatisch, wenn ihr GIFs mit Public veröffentlicht habt. Ihr könnt dann euren Nutzernamen, also @Nutzername eingeben oder eben die Tags, die ihr dazu geschrieben habt und findet zum Beispiel in Instagram so eure GIFs. Das kann schon mal 1 bis 2 Tage dauern, bis die wirklich auffindbar sind, also nicht direkt aufgeben. Und ganz wichtig, bei Instagram ist es so, dass ihr nur die Sticker bzw. also GIFs
mit Alpha-Kanal euch anschauen könnt, wenn ihr welche mit Hintergrund benutzen wollt. Das geht auch, aber nicht direkt in Instagram. Also die müsst ihr aus Giphy kopieren und in eurer Story wieder einfügen, dann könnt ihr die auch nutzen. In WhatsApp ist es genau umgekehrt. Hier findet ihr unter GIFs nur solche mit Hintergrund. Ihr könnt private auch wieder aus Giphy einfach kopieren und direkt in WhatsApp einfügen. Und wenn ihr Sticker benutzen wollt, nutzt ihr natürlich einfach die Sticker-Funktion in WhatsApp und könnt zum Beispiel die App Stickerly dafür benutzen. Ich wünsche euch viel Spaß beim GIFs erstellen. Wir von Handysektor würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns irgendwo klein verlinkt, wenn ihr zum Beispiel ein selbst erstelltes GIF auf Insta teilt. Auf jeden Fall viel Spaß dabei und bis bald!